Wenn man an der berühmten Oldtimer-Rallye Mille Miglia teilnimmt, dann ist das kein Zuckerschlecken. 1000 Meilen nach Rom und wieder zurück. Das ist die Distanz, die es zu bewältigen gilt. Allerdings, wie damals in den Anfängen, so schnell wie möglich. Für die Fahrzeugbesatzungen bedeutet das höchste Konzentration, für die Technik höchste Beanspruchung. Die Besatzung dieses Käfers mit der Startnummer 340 hat das ganze Ausmaß am zweiten Tag der Mille Miglia eine halbe Stunde nach dem Start erfahren müssen. Ein kräftiger Knall, eine Menge Rauch und dann war da die Stille, die man in einem Rennauto eigentlich nicht hören will. Verdacht auf Motorschaden. Fahrer Stefan Sedow kennt sich zwar als Leiter des VW Design Centers Potsdam mit Autos aus und auch für seinen Beifahrer Thomas Hirschberger von der Autobild ist das kein Buch mit sieben Siegeln. Aber einen Motorschaden reparieren, das ist für beide denn doch eine Nummer zu groß. Anders als bei der historischen Mille Miglia können die Teilnehmer heute auf die Unterstützung kompetenter Fachmänner vertrauen. Ein Anruf später und die Servicemannschaft von VW Classic kümmert sich darum, den gestrandeten Käfer wieder flott zu machen. Das Problem ist schnell gefunden. Eine Kettenreaktion, hat sich ein Lüfterrad gelöst und aufgrund der gelösten Lüfterrades hat sich der Ölkühler undicht geworden, das Lüfterrad hat sich verklemmt und jetzt im Endeffekt haben wir einen Kapitalmotorschaden. So ein Motorschaden hätte für den Käfer in den 50er Jahren das frühzeitige Ausbedeutet. Doch heute hat die VW-Klassik-Mannschaft einen kompletten Ersatzmotor dabei. Mit vereinten Kräften geht es daran, den kaputten Motor herauszumontieren und den neuen einzusetzen. Da es eine Rallye ist, gilt auch für die Mechaniker, so schnell wie möglich, denn die Uhr läuft unerbittlich weiter. Diese Arbeit würde in einer ganz normalen Werkstatt mindestens einen halben Tag dauern. Bei einer Oldtimer-Rallye wie der Mille Miglia wäre das Team Sedow Hirschberger dann chancenlos auf einem der letzten Plätze angekommen. Während die Schraubenschlüssel flogen, konnten sich Sedow Hirschberger genauer mit der Strecke beschäftigen und überlegen, wo sie einen Teil der verlorenen Zeit herausholen können. Und dann war es auch soweit. Der neue Motor brüllte zum ersten Mal in die italienische Weite. Das ist eigentlich auch kein Problem, wenn man hier ein einarbeitetes Team hat, der einem das die Arbeit Spaß macht, dann geht das schnell. Bei dem Ambiente, was wir hier haben, Sonnenschein, Italien, arbeitet man gerne. Kein Problem. Nur zwei Stunden hat die VW Classic Servicemannschaft gebraucht, um dem gestrandeten Käfer wieder Leben einzuhauchen. Stefan Sedow und Thomas Hirschberger bedankten sich auf ihre Art und stürmten mit Vollgas in Richtung Rom.